Hey ihr Lieben, es ist endlich wieder Wochenende und ich hatte eine ziemlich schwierige Woche, denn ich war krank. Der ein oder andere von euch hat das bestimmt mitbekommen, denn ich habe es auch bei Facebook gepostet, dass ich krank bin. Und dadurch konnte ich euch auch an links den Verteidiger, den Beschützer des kleinen Mädchens nicht vorstellen. Das kommt aber hundertprozentig morgen, denn ich habe das Ganze schon vorbereitet und der Champion ist mir ultra geil gelungen. Und ich muss auch hier einfach nochmal dafür danken, dass ihr mich so geil unterstützt. Bald sind die 20.000 Abonnenten geknackt und ich habe es ja gesagt, bei 20.000 wird es einen Livestream geben. Das heißt nicht, dass regelmäßig Livestream kommt, aber dass ich erstmal einen über 3-4 Stunden mache, wo ihr einfach seht, ob ich immer so gut drauf bin, wie es in den Videos den Anschein hat, oder ob ich auch mal flame. Ist Povrot vielleicht der Hidden Flamer und zeigt das nur in seinen LOL-Videos nicht? Okay, also ihr könnt euch das dann auf jeden Fall nochmal anschauen. Ich werde es natürlich ankündigen. Ich werde es in irgendeinem endlich Wochenende, werde ich dann halt nochmal ankündigen, wann genau der Livestream kommt. Also bleibt da auf jeden Fall am Ball, stay tuned und schaut immer endlich Wochenende. Ich denke, das Ganze wird Ende des Monats passieren. Also Ende des Monats müsste ich 20.000 Abos erreichen. Und das alles macht ihr möglich und meine Brüder. Und heute möchte ich auch wieder ein spezielles Thema aufgreifen, denn Mike und Kev hatten Geburtstag und wir haben richtig schön gefeiert. Ich ein bisschen weniger, weil ich halt krank bin. Immer noch bin, ich nehme Antibiotika, ich habe es trotzdem geschafft, viel zu zocken. Und ganz ehrlich, Leute, es ist ziemlich geil, dass wir schon in einer WG zusammenleben. Ich habe da, glaube ich, auch noch nie so drüber gesprochen. Und ich denke, dass meine Brüder das genauso empfinden. Denn ich habe euch dafür nochmal ein kleines Video vorbereitet. Schaut euch das erstmal mal an und danach kommentiere ich einfach weiter. Hallo ihr Lieben, hier sind wir live in der Geilo Family Lounge. Okay, unserem Zuhause der Geilo Family und wie es hier so üblich ist, unterstützen wir uns alle gegenseitig. Und wen haben wir denn da? Den Povrot und den Mr. Mike IP! Yeah, Buddy! Was genau, ihr Lieben, seid ganz herzlich willkommen. Wie heißt es so schön? Mit der Familie lebt es sich am besten und wir unterstützen uns, wo wir nur können. Nicht nur beim Zocken, wenn ihr dachtet, wir können nur spielen, dann habt ihr euch geirrt. Denn ich schneide Mr. Mike IP die Haare und er schneidet mir die Haare. Ihr seht schon, das Ganze ist ein bisschen kürzer geworden. Und ganz ehrlich, worauf ich hier hinaus will, ist einfach, unterstützt euch in der Familie. Denn gemeinsam ist man am stärksten. Alleine seid ihr vielleicht schon echt stark, aber gemeinsam seid ihr unbesiegbar. Guckt euch das bei uns an. Jeder für uns ist echt ein geiler Typ, aber gemeinsam, ihr liebt es doch, dass wir gemeinsam Aktionen machen, wenn wir gemeinsam Gameplays bringen. Und genauso empfehle ich euch das. Unterstützt eure Eltern, unterstützt eure Geschwister, macht immer zusammen Action, denn gemeinsam macht es am meisten Spaß. Und mit uns dreien hier seid ihr niemals alleine. Wir sind Geilo Family, schließt euch uns an und seid niemals allein. Bis zum nächsten Mal, Leute, beziehungsweise jetzt geht's weiter mit endlich Wochenende. Also genau darauf will ich hinaus. Alleine kann man eine Marke schaffen, alleine kann man Leute bewegen. Aber so eine richtig unbesiegbare Kraft, eine Kraft, die einen psychisch stark macht, eine Kraft, die auch gemeinsam was aufbauen lässt, das schafft man wirklich nur zusammen. Und deshalb, ich will es einfach hier nochmal unterstreichen, arbeitet mit eurer Familie zusammen. Versucht nicht irgendwie im Streit auseinander. Ich weiß, es gibt schwierige Familien. Ich weiß, es gibt Familien, die sagen, oh, ich hasse meine Geschwister, ich hasse meine Eltern. Viele von euch sind ja auch noch jünger und es ist eine Phase. Guckt einfach immer, ob eure Eltern euch wirklich lieben und ob sie euch das geben, was ihr braucht. Wenn das der Fall seid, dann werdet ihr später irgendwann auf jeden Fall merken, dass es richtig war, was sie gemacht haben, dass sie euch auch in den richtigen Momenten vielleicht in die Schranken gewiesen haben. Und unterstützt eure Eltern, unterstützt eure Geschwister, unterstützt vielleicht auch eure besten Freunde. Oft hat man ja auch Freunde, wo man sagt, ey, die sind für mich wie Familie. Und dann ist es Familie, dann ist es Familie. Ihr seid auch unsere ganze Familie, wir alle, nicht nur wir drei, wir alle sind Geilo Family. Und nur wir alle zusammen können was bewegen. Über 400.000 Abos bei Kev, über 50.000 bei Mike, jetzt bald 20.000 bei mir. Und irgendwann sind wir gemeinsam 1 Million. Wir haben schon richtig geile
Ideen für die Zukunft. Wir haben richtig geile Ideen. Wir sind dabei, ein Logo zu entwerfen. Für die Geilo Family. Gemeinsam was zu schaffen. Und freut euch auf jeden Fall auf das, was in Zukunft kommen wird. Und schließt euch uns an. Beziehungsweise wir möchten uns euch anschließen. Dass wir gemeinsam, nicht wir sind Geilo Family und ihr guckt als Community zu. Nein, wir alle sind Community und wir alle können Großes bewegen. Dieses Jahr sind Mikey und ich nicht auf der Gamescom. Also da können wir uns noch nicht persönlich treffen. Aber nächstes Jahr, wir haben es uns hundertprozentig vorgenommen. Wir hoffen halt auch, dass dann wir so groß sind, dass wir da auch ein bisschen mehr Unterstützung bekommen. Denn man muss einen Flug organisieren, man muss Hotel organisieren. Denn das Ganze geht nicht nur einen Tag und wir werden uns dann richtig geil Zeit nehmen. Kev ist übrigens gerade am Stream, also auch da wieder mit uns seid ihr niemals allein, Leute. Wir geben zusammen Vollgas. Ich chille jetzt hier ein bisschen, schaue mir gerade Got to Dance an. Finde ich übrigens ein richtig geiles Programm. Vor allem mag ich das gerne, weil Mike früher viel getanzt hat. Der war ja auch in einem Tanzverein. Der ist echt ein guter Tänzer. Und was gibt's bei League of Legends Neues? Was ist bei mir in dieser Woche passiert? Oh Mann, ich bin wieder abgestiegen. Ich war, ungelogen, zu Gold 4 war ich ungefähr 7 oder 8 Mal in der Promo. Und immer habe ich das irgendwie verloren. Ich bin echt der Meinung, ich bin besser als Gold 4. Oft ist es so, dass ich in den Spielen echt gute Stats habe, dass ich gut abschneide, wenn ich die richtigen Champions nehme. Und ich war dann schon an dem Punkt, wo ich einfach gesagt habe, ey, ich scheiße jetzt drauf, mal meine Main-Champs zu nehmen. Ich nehme jetzt einfach irgendwelche Troll-Champs und soll mich doch das verdammte Team carryen. Ich will nicht immer der sein, der mit guten Stats rausgeht und dann zuguckt, wie zum Beispiel die Botlane einfach ab Minute 3 feedet oder ab Minute 5 wieder einer AFK ist. Nö, ich nehme jetzt einfach einen Champion, wo ich Spaß dran habe und meine Freundin ist halt immer noch im Urlaub. Das heißt, ich kann viel zocken und ich genieße das richtig. Ich weiß nicht, was ihr für Einschränkungen habt, aber ich genieße es richtig, wenn ich die Möglichkeit habe, einfach aus der Arbeit zu kommen oder ich habe zum Beispiel morgen frei und ich kann einfach voll durchzocken. Ich habe nicht jemanden im Nacken sitzen, wo es heißt, ey, hör mal gleich auf, Tomek, oder lass uns irgendwas anderes machen, denn nur zocken geht nicht. Einerseits macht mir das richtig viel Spaß, andererseits genieße ich es und ich freue mich, wenn meine Freundin zurück ist. Denn ich habe durch sie einen extremen Ruhepol. Ich bin immer aufgedreht, ihr kennt das von meinen Videos. Ich bin immer voll im Yeah-Buddy-Modus. Morgens stehe ich direkt auf, gucke in den Spiegel und es heißt Yeah-Buddy! Und ich habe direkt die volle Energie. Morgen gönne ich mir auch eventuell wieder das Fitnessstudio. Aber meine Freundin ist dann jemand, der mich ein bisschen runterholt. Der so sagt auch, okay, jetzt wird ein bisschen weniger gezockt. Und ich finde es auch echt gut, wenn man mal vom PC loskommt, mal wieder ins Real Life zurückfindet, einfach mal wieder vielleicht mit Freunden grillt, einfach mal wieder irgendwo rausgeht, Inliner fahren, schwimmen gehen, gerade bei dem schönen Wetter, obwohl das Wetter echt schlechter geworden ist. Ich finde es aber gut, ich finde es gerade jetzt gut, weil ich krank bin und wenn man krank ist und gleichzeitig die Sonne scheint und man richtig dick schwitzt, dann ist das eklig. Dann fühlt man sich, als ob man Fieber hätte. Und zum Glück ist das bei mir nicht mehr der Fall. Ich bin auf dem aufsteigenden Ast. Leider muss ich noch ein paar Tage Antibiotika nehmen. Ich weiß gar nicht, was es war hier. Irgendwas mit Nebenhöhlenentzündung und Kopfschmerzen und die Lymphknoten waren geschwollen. Also eine richtig üble Packung und das bei dem guten Wetter eigentlich. Ich glaube, das kam sogar, weil ich habe es ja letzte Woche gesagt, viel vom Einer gesprungen bin. Aber passiert. Morgen gibt es für euch auf jeden Fall wieder Unlinks. Ich habe es übrigens geschafft, jetzt, ich glaube, in der 8. Promo mich wieder eine Etage hochzukämpfen. Und ich wundere mich die ganze Zeit, Riot, wo bleibt der nächste Champion? Eigentlich lassen sie sich echt gut Zeit. Ich muss echt wieder sagen, nachdem ich Braum auch jetzt mein letztes Promo-Game, das wir gewonnen haben, da habe ich Braum gezockt. Und Braum ist eine super Entwicklung von Riot gewesen, ein super Champion, der Inbegriff eines Supporters, der mega viel Spaß macht. Braum ist echt genial und ich hoffe, dass Riot den nächsten Champion, wenn sie sich schon so lange Zeit lassen, dass sie sich da auch wieder mega was überlegen, mega was Neues herausbringen und entsprechend auf jeden Fall wieder einen Champion rausbringen, an dem wir mega viel Spaß haben werden. Aoshin zum Beispiel wurde ja angekündigt für 2014, also Aoshin wie so ein chinesischer Drache, der sollte dieses Jahr noch rauskommen.
Und entweder muss es jetzt der nächste Champ sein oder der Champion, der danach rauskommt. Anders geht's ja nicht mehr, denn ich vermute echt, dass es nur noch zwei Champions in diesem Jahr geben wird. Hoffentlich geniale Champions. Ich präsentiere ja sowieso immer wieder neue. Vielleicht hat Riot auch nicht genug Ideen. Und dafür bin ich da mit meiner Playlist Champion-Ideen für Rito. So, ich schaue jetzt einfach mal weiter. Got to dance. Es ist Wochenende, Leute. Genießt das Wochenende. Gebt Vollgas. Volle Power. Yeah, buddy. Woohoo. Danke fürs Zuschauen, Leute. Ciao, ciao.